Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Ich bin Nina und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr beim Oppo A74 5G Apps löschen und deinstallieren könnt. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Meistens gibt es da ja doch einen Unterschied, ob man die App eben nur hier von unserem Startbildschirm oder von unserem Home-Menü entfernt oder eben, ob wir die App wirklich komplett vom Smartphone deinstallieren. Ich habe jetzt hier mal ein paar Apps schon installiert und hierher geschoben und zum Beispiel könnten wir jetzt sagen, ich möchte Instagram löschen und dann halte ich mal länger auf die App und sehe dann, ich habe hier nur die Option, die App zu entfernen. Wenn ich das mache, verschwindet die App von meinem Home-Menü, aber wenn ich dann hier in die Übersicht gehe, dann taucht Instagram hier noch auf. Und das heißt, wenn ich jetzt hier noch mal länger auf die App gehe, dann steht jetzt hier nicht entfernen, sondern löschen. Und erst wenn ich das auswähle, werde ich noch mal gefragt, löschen Instagram. Nach der Deinstallation werden alle App-Daten gelöscht. Das heißt, erst dann deinstalliere ich die App wirklich. Das heißt, ich sage jetzt löschen und dann verschwindet die App hier aus der Übersicht. Das heißt, dann finde ich sie hier auch nicht mehr und sie ist dann natürlich auch hier nicht mehr zu sehen. Wir können das jetzt nochmal zum Beispiel mit Signal ausprobieren. Direkt hier unter den ganzen Apps und zum Beispiel suchen wir Signal jetzt hier mal und wenn wir hier jetzt länger drauf halten und auch löschen sagen, dann werden wir eben auch noch mal darauf hingewiesen und dann verschwindet die App hier auch wieder und jetzt ist sie aber auch direkt hier schon mit verschwunden, denn wir haben sie direkt schon deinstalliert und nicht erst hier entfernt. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit direkt über den Play Store, dann könnt ihr hier oben einmal auf euer Profil gehen und den Punkt Apps und Gerät verwalten auswählen. Und wenn wir dann hier auf Verwalten gehen, dann können wir hier einmal all unsere installierten Apps sehen und auch den Speicherplatz, die den im Moment belegen. Und dann können wir jetzt eben entweder hier auch einzelne Apps löschen oder eben auch mehrere. Und zwar können wir das dann hier einfach auswählen. Also einzelne Apps, die wir vielleicht löschen wollen. Ich schaue jetzt gerade mal. Ich möchte zum Beispiel Facebook jetzt löschen und eBay Kleinanzeigen. Und dann sehen wir auch, wir haben jetzt eben zwei ausgewählt, 213 MB Speicher und dann kann ich hier oben einfach sagen, ausgewählte Apps deinstallieren, zwei Apps werden von deinem Gerät deinstalliert. Dann kann ich sagen, jawohl, bekomme nochmal die Benachrichtigung, zwei Apps wurden deinstalliert und dann sehen wir auch zum Beispiel eBay Kleinanzeigen ist jetzt hier auch direkt verschwunden. Ihr seht, ihr habt also verschiedene Möglichkeiten, Apps zu löschen und zu deinstallieren oder eben nur hier zu entfernen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn ja, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt uns die gerne jederzeit in die Kommentare und abonniert natürlich auch den Kanal, damit ihr hier keine Videos verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!